Im Jahre 1988 habe ich den jungen Köck eingeladen, im Seziersaal eines apathologischen Institutes Erfahrungen zu sammeln, zu zeichnen und zu malen. Und was dabei herausgekommen ist, in dieses Grenzgebiet zwischen Kunst und Medizin wollen wir jetzt einen Blick werfen. Die Anatomie leidet an ihrem Namen. Es stammt das ja vom griechischen Anatemnein, des Zerschneidens und des Zergliederns. Und das ist immer im Zusammenhang mit dem menschlichen Körper etwas Odioses. Die rein handwerkliche Tätigkeit eines Anatomen und eines Pathologen ist die Obduktion, die Sektion, die Autopsie, also die Beschäftigung mit dem menschlichen Leichnam. Und es hat schon immer eine merkwürdige Faszination auf die bildenden Künstler ausgeübt, sich diesem Thema des toten Menschen und der letzten Station des menschlichen Leichnams auf dieser Erde zu wenden. Und über solche Dinge, die sich im Seziersaal abspielen, über solche Werke, die im Seziersaal entstanden sind, können Sie sich im Folgenden ein Bild machen. Die bildliche Darstellung eines Leichnams, also eines toten Menschen, ist etwas eminent Schwieriges. Denn der Künstler hat etwas zu Papier zu bringen, was es eigentlich nicht mehr gibt, das Leben. Er hat etwas darzustellen, was verloren ist. Der Geist, der Elan Vital, die Seele oder wie auch immer man das nennen mag. Die bildliche Darstellung eines toten menschlichen Körpers ist auch etwas eminent Gefährliches. Denn es hat im breiten Publikum den Verdacht immer des Odiosen, des sogar Leichenschänderischen hervorgerufen. Es wurden immer Stimmen dagegen laut, dass man solche Dinge eigentlich nicht tun dürfe, dass dies unter das Tabu des Todes fällt. Unsere Ansicht ist allerdings, es gibt kein Tabu der Kunst, es gibt kein Tabu für die künstlerische Darstellung, es gibt lediglich ein Tabu für den Betrachter. Denn der Betrachter muss ja diese Bilder sich gar nicht ansehen. Außerdem ist die Tabuisierung des Todes schlichter Selbstbetrug. Für den Künstler ist ein Bild nicht die Dekoration einer Wand, sondern eine Aussage, eine Interpretation. Und daher befinden wir uns jetzt schon an der Stelle der Entstehung solcher Bilder. Will man nämlich lediglich ein buntes Viereck zur Dekoration betrachten, dann genügt ja auch der Fernseher. Die medizinische Handlung, welche an einem Leichnam vollführt wird, ist im wahrsten Sinne des Wortes die letzte ärztliche Untersuchung. Dazu sind verschiedene Manipulationen notwendig, verschiedene Geräte. Es sind speziell ausgebildete Fachleute dafür vorhanden, um in der Pietät entsprechender Form eine Obduktion durchzuführen. Hat der Arzt seine Schuldigkeit getan, kehrt wieder die Einsamkeit in den Seziersaal zurück. Zurück bleibt das gewesene Individuum.
Und dieses gewesene Individuum verliert dadurch, dass es mit dem Leichentuch bedeckt ist, jegliche persönliche Charakteristik. Im wahrsten Sinne des Wortes sind wir dann alle vor dem Tode gleich. Das Charakteristische eines lebenden Menschen ist sein Gesicht. Das verliert am Toten seine Gültigkeit, denn eine der ersten Prozeduren ist ja die Eröffnung der Schädelhöhle, und dazu muss zunächst einmal der Schädelknochen freigelegt werden. Die Vorgänge in einem Seziersaal sind brutal. Nicht wegen der dort angewandten Methoden, sondern wegen der Kontrastreichheit, die er sich im grell beleuchteten toten menschlichen Leichnam und im eher dämmerigen Dunkel der Umgebung manifestiert. Im Mittelpunkt liegt der Mensch. Der Mensch ist im Tode einsam. Jeder stirbt seinen eigenen individuellen Tod. Köck hat versucht, die Verzweiflung des Todes auch noch über den eingetretenen Tod hinaus an den Gesichtern der Verstorbenen zu bewahren. Die aus dem menschlichen Körper entfernten Organe sind oft erstaunlich farbenprächtig und bunt. Ja, es entsteht oft sogar ein dekoratives Bild. Dieses allerdings nicht zu Dekorationszwecken zu missbrauchen, war ebenfalls ein Anliegen von Köck. Der Tod ist zwar für alle Menschen gleich, aber manchmal höchst ungerecht. Und gerade das kommt zum Bewusstsein, wenn man den Leichnam eines ja noch gar nicht zum Menschen gewordenen zu besichtigen hat. Die ganze Tragik des oft sehr kurzen Menschenlebens wird dann in diesem Einzelindividuum deutlich. Ein Seziersaal ist öde und bleibt leer. Er wird ja auch nicht belebt. Er ist ein Ort der Wissenschaft und er ist ein Ort des Abschiednehmens vom Menschen.